meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu meinem diesjährigen Holiday-Make-up. Also dem Make-up, das ihr für alle Anlässe tragen könnt, egal ob Weihnachten, Silvester und die Feiertage und alles dazwischen. Es ist ein sehr klassischer Look, den wirklich jeder tragen kann. Ich zeige euch außerdem zwei Lip-Optionen. Einmal diese intensive Lippe, das Rot und auch noch eine Nude-Lippe. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Video. Hoffe, ich kann euch ein bisschen inspirieren. Und let's go! So, wie ihr seht, ist meine Base schon komplett gemacht und hier ist absolut nichts Neues dabei. Das habe ich alles in den letzten Videos schon verwendet und ich verlinke euch alles, was ich benutzt habe, unten in der Infobox, damit ihr Bescheid wisst, falls euch irgendwas davon interessiert. Und ich wollte mich aber heute wirklich auf die Augen, die Wangen und die Lippen fokussieren und wir starten mit den Augen. Und hier gibt es was Neues, denn bei Anna Beauty hat Lidschatten rausgebracht. 5 Farben, 2 matte und 2 schimmernde Farben und die sind super schön hochpigmentiert. Und bei Anna Beauty ist eine zu 100% zertifizierte vegane und natürliche Naturkosmetikmarke im High-End-Bereich. Also das Packaging ist super edel, es ist aus so 100% recyceltem oder recycelbarem Material, was auf dem Markt der dekorativen Kosmetik einfach super selten ist. Und die Produkte fühlen sich wirklich luxuriös an. Also es ist wirklich High-End, aber Naturkosmetik. Und diese Verbindung gibt es einfach sehr, sehr selten bisher nur. Die Lidschatten haben wie alle coolen Produkte von Bayern Beauty das Refill-System. Das heißt, ihr könnt die hinten quasi rausmachen. Hier ist so ein kleines Dings. Da kann man das Fännchen rausnehmen und ersetzen, wenn man es leer gemacht hat. Also das ist natürlich auch sehr, sehr nachhaltig. Und ich habe sie natürlich schon mal geswatcht und sie sind super buttrig und weich und lassen sich super schön auftragen. Aber ich zeige euch jetzt einmal alle Farben. Los geht's mit der Farbe Silk. Das ist ein heller Champagnerton, ein Schimmerton und der ist super schön, den werde ich auch heute verwenden. Wunderschön. Dann die Farbe Gold. Ein bisschen wärmerer Goldton, super schön metallisch. Dann haben wir die Farbe Copper mit diesem schönen Rotstich mit drin. Auch das ist ein Schimmerton. Und es ist wirklich der Hammer, wenn man mit dem Finger reingeht, wie seidig die sich anfühlen. Das ist Copper. So ein schöner Ton. Und dann haben wir noch die 2 matten Farben. Und zwar einmal Velvet Mocha. Und was ich an dem total gerne mag, ist ein mittlerer Braunton. Nicht zu warm, nicht zu kühl. Also genau richtig von der Farbe. Und eben auch die matten Töne sind super schön buttrig und weich und pigmentiert. Das ist Velvet Mocha. Perfekter Braunton einfach. Und last but not least haben wir die Farbe Chocolate. Und das ist ein dunkleres Braun, aber auch der ist wirklich relativ neutral von der Farbe. Wieder nicht zu warm, nicht zu kühl. Genau in der Mitte, genau perfekt. Das ist Chocolate. Also für den Holiday Look starte ich mit Mocha in der Lidfalte. Hier nehme ich einen großen fluffigen Blendpinsel und trage den großzügig in der Lidfalte auf. Und ihr seht, wie schön pigmentiert er ist. Ich habe wirklich wenig genommen. Das ist einfach das perfekte Braun. Ich ziehe die Farbe so ein kleines bisschen in so einer V-Form nach außen. Nicht zu sehr, aber so leicht. Als Make-up-Artist gerade auch habe ich wirklich neutrale Farben unheimlich zu schätzen gelernt, weil oft zu warme Töne und zu kühle Töne immer nur an bestimmten Personen funktionieren, wo man wirklich gucken muss mit der Haut, mit den Augen und so weiter. Und neutrale Farben funktionieren halt immer fast an jedem. Also eigentlich an jedem, nicht nur fast. Und deswegen sind solche Farben einfach unheimlich wertvoll. Ich nehme außerdem einen Pencil-Brush und nochmal Velvet Mocha und gehe damit auch an meinem unteren Wimpernkranz lang, damit ich das Auge wirklich einmal komplett einrahmen kann. So, dann vertiefe ich das Ganze mit einem etwas kleineren Blendpinsel und Chocolate. Und damit gehe ich nochmal gezielt in den Außenwinkel und mache diese Schattierung intensiver. Oh, der ist so schön pigmentiert, dieser Lidschatten. Hammer. Und blendet sich quasi von alleine aus. Auch bei so einer dunklen Farbe. Was halt auch wirklich der Hammer ist bei diesen Lidschatten, die haben kein Fallout, obwohl das so intensive Farben sind. Und die sich auch super verblenden lassen, aber auch bei diesem dunkelbraun kein Fallout. Loved. Und auch den blende ich wieder so ein bisschen unten am Wimpernkranz lang. So, als nächstes nehme ich die Farbe Silk und einen flachen Shader-Pinsel und trage die in meinem Innenwinkel auf und ziehe sie aufs bewegliche Lid. Man kann die Lidschatten natürlich auch mit dem Finger auftragen, wenn man noch mehr Intensität will oder sogar den Pinsel nass machen, also auch feucht angewendet, funktionieren die Schimmerfarben auf jeden Fall. Aber ich finde, es hat es gar nicht nötig, weil auch so sieht es schon mega aus. Dann nehme ich Gold und tupfe einfach noch ein kleines bisschen in den Übergang zwischen dem braunen matten Lidschatten und dem schimmernden hellen. Also wirklich nur in den Übergang. So, damit haben wir jetzt quasi die perfekte Grundlage. Und da es ein Holiday-Look ist, darf natürlich der Glitzer nicht fehlen. Und hier machen wir jetzt ein bisschen Multi-Glittering. Hier nehme ich einmal von Make-Up Factory die Pro Effect Eye Palette in Blue Selection. Und da ist nämlich ein wunderschöner Glitzer-Topper drin.
Der hier nämlich. Und zusätzlich, also ich werde die beiden wahrscheinlich so ein kleines bisschen vermischen, nehme ich den Natasha Denona Chroma Crystal Top Coat, den habe ich schon ewig wirklich, in Bronze. Und da fällt schon irgendwie immer was raus. Der ist nicht mehr so ganz stabil, aber immer noch wunderschön. Fokus, hallo. Ja. Ich lege los mit dem Silberglitzer aus der Palette. Und den tupfe ich jetzt hier in den Innenwinkel. Na, der hat jetzt Fallout. Also den tupfe ich quasi über Silk so ein bisschen drüber, weil die sich perfekt ergänzen. Und hier bin ich auch wirklich großzügig mit der Verteilung. Also ich ziehe es auch so ein bisschen hoch Richtung Augenbraue. Darf ruhig ein bisschen mehr Glitzer sein. Ist ein Holiday-Look. Und für den mittleren Teil vom Augenlid nehme ich jetzt Bronze von Natasha Denona. Und tupfe den über den goldenen Lidschatten von Bianna Beauty. Denn auch die beiden ergänzen sich sehr gut. Und ich tupfe den von Natasha Denona auch so ein bisschen in den silbernen rein, dass sie sich so ein kleines bisschen vermischen. Und man so einen Multiglitter-Effekt hat. So, ich möchte jetzt noch meinen Wimpernkranz betonen, aber ich möchte nicht von dem Lidschatten so viel wegnehmen. Deswegen nehme ich einen ganz subtilen Eyeliner, den braunen von Cass Berlin. Das ist dieser Stift und damit ziehe ich einfach nur so eine leichte Betonung hier außen. Fange auch erst wirklich ab der Mitte an, vom Augenlid. Ziehe es dann so ein kleines bisschen raus, damit der Glitzer gut zur Geltung kommt. So, dann betone ich noch meinen oberen Wimpernkranz mit dem Cass Kajal Stift in Schwarz, indem ich den auf die Wasserlinie auftrage. Das macht auch wirklich immer noch mal sehr viel aus. Und als nächstes werde ich das machen, weil ich schon sehr lange nicht mehr gemacht habe, Wimpern ankleben. Aber einzelne. Ich muss wirklich sagen, die Bianna Beauty Lidschatten sind richtig, richtig gut. Ich liebe diesen gesamten Look hier gerade. Und ihr bekommt natürlich mit meinem Code ADRIANA15 15% Rabatt. Und wenn ihr bis zum 20.12. bestellt, kommt es auch noch vor Weihnachten. Also falls ihr die jemandem schenken wollt, auch ein super schönes Geschenk mit wirklich hochwertigen Produkten, dann auch noch Naturkosmetik. Also auf jeden Fall eine schöne Geschenkidee. Und wie gesagt, bis zum 20.12. kriegt ihr es noch rechtzeitig vor Weihnachten, auch wenn ihr euch selbst beschenken wollt. Die Wimpern klebe ich jetzt, glaube ich, off-camera auf, weil es wird eine Weile dauern. Ich habe es schon lange nicht mehr gemacht. So, der Kleber muss definitiv noch ein bisschen trocknen. Und die Augen machen wir zum Schluss fertig, aber wir müssen noch die Wangen und die Lippen machen. Und bei so einem Festtagslook darf natürlich viel Highlighter nicht fehlen. Und hier nehme ich ebenfalls von Bianna Beauty den Highlighter in Champagne. Auch die haben dieses Refill-System. Und Champagne ist so ein schönes helles Gold. Und der passt perfekt zu diesem Look. Wo ist mein Pinsel? Und damit highlighte ich jetzt meine Wangenknochen. Vielleicht ein bisschen mehr, als ich es sonst tun würde. Lippenherz, ganz wichtig. Da ich euch zwei verschiedene Lippenvariationen zeigen will, will ich mit den Wangen eher neutral bleiben. Deswegen nehme ich die Hourglass Ambient Lighting Palette Nummer 2 und den Bronzeton daraus, also den Bronzerton. Der ist auch super schön auf den Wangen und der ist sehr subtil und passt halt zu jedem Augen-Make-up und zu jeder Lippe. Und deswegen nehme ich den zum Betonen der Wangen. Und ich gehe natürlich auch über die Nase. Muss, ne? Oh yes. So, bevor ich die Wimpern jetzt tusche, möchte ich die Augen noch ein kleines bisschen öffnen. Und hier nehme ich einen hellen Kajalstift, der ist von Charlotte Tilbury. Und trage den auf meiner unteren Wasserlinie auf, um wie gesagt das Auge nochmal zu öffnen. Und auch tatsächlich noch ein bisschen rundlicher wieder zu machen. Das macht tatsächlich immer noch mal sehr viel aus. Und dann tusche ich meine falschen und echten Wimpern schön zusammen. Und hier nehme ich die Maybelline Lash Sensational. So, damit sind die Augen fertig. Und wir kommen zur Lip-Kombination Nummer 1 zu diesem Look. Und da nehme ich von Bianna Beauty den Lipstick in 01 Obsession. Das ist ein sehr heller Ton. Sehr schönes, warmes Nude. Dann mache ich einen im Vergleich relativ dunkle Lippenkontur mit dem Kaya Cosmetics Lip Liner in Lovisa. Und ich male die Lippen damit auch so ein bisschen aus, hier außen. Sodass die Helligkeit hauptsächlich in einem Mittelteil der Lippe ist. So, damit habe ich meine Ombre-Lippe sozusagen gemacht und im festlichen Spirit machen wir noch einen goldenen Gloss drüber, also einer mit Goldpartikeln und das hier ist der Maybelline Lifter Gloss in 20 Sun. Und den mache ich auch einfach nur in die Mitte. Also das ist der Look mit Lippenoption Nummer 1. Dann möchte ich euch den Look noch mit einem klassischen Rot zeigen für Weihnachten, für die Festtage und dann nehme ich YSL The Slim Nummer 21.
Den habe ich übrigens geschenkt bekommen von einer Zuschauerin. Ganz, ganz lieben Dank nochmal an dich. Ich habe mich so, so sehr gefreut. Sie hat mir ein ganzes Paket geschickt mit Goodies und der war auch dabei. Und wunderschönes, klassisches, mattes Rot. Ganz, ganz tolle Farbe. Und ich war am Anfang so, ja, auf jeden Fall die Nude-Version für mich eher. Aber jetzt, wo ich den drauf habe, denke ich mir gerade so, sieht schon geil aus. So, das war mein Holiday-Look für alle Anlässe dieses Jahr. Ich hoffe sehr, dieses Video hat euch gefallen und inspiriert. Und denkt dran, ihr könnt meinen Code ADRIANA15 nutzen für Vaiana Beauty und bis zum 20.12. bestellen, wenn ihr die Produkte noch vor Weihnachten haben möchtet. Ich wünsche euch wunderschöne Feiertage und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.